Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Es wird mal wieder Zeit für unseren Marktüberblick am Nachmittag. Gestern um diese Zeit haben wir schon mal einen kleinen Ausblick gewagt auf die Bilanzen von Snap und Nvidia und wie die ausgefallen sind. Darauf schauen wir gleich. Vorher blicken wir aber nach Frankfurt an die Börse zu unserem Korrespondenten Patrick DeWayne. Ja, schönen Nachmittag, Patrick. Gestern ist der DAX ja schon deutlich unter Druck gewesen. Die 12.000-Punkte-Marke hat zum Handelsende hin noch gehalten. Heute sind wir unter dieser Marke in den Handel gestartet. Wie sieht es denn jetzt mittlerweile aus? Ja, Marco, wir haben uns dann auch tatsächlich sehr massiv weiter Richtung Süden entwickelt. 11.930, das Tief um 9.24 Uhr. Wir haben dann nochmal probiert, die 12.000-Punkte-Marke nach oben zu durchbrechen, sind erstmal abgeprallt. Jetzt um 14.30 Uhr, da kamen die Verbraucherpreise aus den Vereinigten Staaten, die sind plus 0,1% zum Vormonat gestiegen, aufs Jahressicht plus 1,7%. Und die geben Anlass, man sieht es hinter mir in der DAX-Kurve ganz deutlich, dass es hier fester geht. Wir sind jetzt über der 12.000-Punkte-Marke unterwegs, nahe des gestrigen Schlusses um 12.014 im Moment. Waren sogar schon kurz leicht darüber. Jetzt ist die Frage, wie das nämlich interpretiert wird. Grund für die schwächere Börse heute Morgen war mal wieder die weitere verbale Eskalation zwischen Donald Trump und Kim Jong-un. Und von Donald Trumps Seite wird auch kein bisschen dazu beigetragen, dass es eine Deeskalation gibt. Nein, da wird weiter mit verbal sich geäußert, auch auf Twitter. Da heißt es, die Amerikaner stehen bereit und die Waffen sind geladen. Das ist natürlich eine Rhetorik, die nicht dazu beiträgt, dass die Anleger hier zu Aktien greifen und zugreifen sozusagen. Die guten Zahlen heute, die wir noch gesehen haben oder das, was die Märkte bewegt, ist unter anderem bei der Deutschen Bank diesen Schwäche, weil die Analysten von HSBC ihr Kursziel runtergenommen haben. Die sagen jetzt nur noch 14 Euro pro Anteilsschein halten sie für fair bewertet. Auf der Gewinnerseite waren die Versorger gefragt, defensive Titel, aber auch die Fresenius-Familie, die besser performen konnte als der Markt. Und offen gestanden, da bin ich ganz ehrlich, bewegen wir uns in einem Marktumfeld, das ich finde, dass sich hier eigentlich noch ganz gut hält, weil die 11.900, muss man wissen, ist die 200-Tage-Linie im DAX. Wenn die fällt, dann gehen wir mal Richtung 11.5. Dann erstmal vielen Dank nach Frankfurt, Patrick. Schauen wir uns den Dow Jones ein, da sehen wir ihn schon eingeblendet. Der Dow hat gestern den dritten Verlusttag in Folge verzeichnet. Und nachdem die ersten beiden Tage, ja, da haben wir nur moderate Verluste gesehen, da ging es 0,1-0,2% nach unten. Gestern hat er eine Schippe oben drauf gelegt, fast 1%. Gestern das Minus, 21.844 Zähler, das war der Schlussstand. Jetzt wird er aber wieder leicht im positiven Bereich erwartet. Also vielleicht ein bisschen was der Verluste kann er wieder gut machen. Also wir sehen jetzt 0,2%, kein allzu großer Sprung, aber er hat ja auch jetzt nicht zu deutlich verloren, gestern 1%, okay, aber davor eben nur minimal. Mal schauen, ob es wirklich, ob er sich wirklich im Plus auch im Laufe des Tages halten kann natürlich. Der Handel beginnt ja dann um 15.30 Uhr, dann wissen wir mehr. Jetzt blicken wir auf ein paar Einzeltitel, wo wir auch schon ja, Fakten vorliegen haben. Gestern haben wir noch gemutmaßt, jetzt wissen wir es sicher, Snap hat mal wieder enttäuscht mit den Zahlen fürs zweite Quartal. Schauen wir auf den Verlust, der stieg von 116 Millionen auf 442 Millionen und der Umsatz, der kletterte zwar um 150% auf 182 Millionen, aber da blieb man doch auch noch deutlich hinter den Prognosen der Analysten zurück und vor allem das Nutzerwachstum, das hat mal wieder enttäuscht. Die Zahl der täglich aktiven Nutzer, die stieg im Vergleich zum Vorquartal um 4% auf 173 Millionen. Auch da waren die Erwartungen deutlich höher und dementsprechend wird die Snap-Aktie abgestraft. Über 10% das Minus, das wir da momentan bei der Aktie sehen. Demnach hält sie sich auch nur noch ja, 42 Cent über der 10-Euro-Marke, also fast schon einstellig hier der Snap, die Snap-Aktie. Wir sehen auch eigentlich, seit dem Börsengang geht es beinahe kontinuierlich nach unten und die Aktie scheint auf diesem Niveau auch noch immer nicht ihren Boden gefunden zu haben. Die Jungs und Mädels rund um Snap haben zwar einiges im Köcher, haben einige Innovationen an den Start gebracht, aber ob es dann auch wirklich reicht, um nachhaltig erfolgreich zu sein, das steht aktuell noch in den Sternen. Besser lief es zuletzt bei Nvidia. Auch da haben wir gestern ein bisschen vorausgeblickt und ein bisschen hat sich das bewahrheitet, was ich so befürchtet habe, sage ich jetzt mal. Die Zahlen waren gut, man hat die Erwartungen übertroffen, sowohl Umsatz und als auch als Ergebnis ist das gelungen. Unter dem Strich stand im zweiten Quartal ein Gewinn von einem Dollar und einem Cent und es wurden nur 70 Cent eigentlich erwartet. Und dennoch, obwohl die Erwartungen übertroffen worden sind, ist die Aktie deutlich im Minus. Wir sehen es hier, sie ist gleich eingebrochen nach der Bilanzvorlage. Fast 10% ging es nach unten. Ich habe gestern ja gesagt, wenn die Zahlen in Line sein sollten oder der Ausblick ein bisschen enttäuscht, dann könnte es zu deutlichen Rückschlägen kommen. Jetzt hat man die Prognosen sogar übertroffen und trotzdem gibt es diese Rückschläge. Aber liegt halt auch ein bisschen daran, dass man zuvor in den Quartalen immer die Ergebnisse, die Prognosen wirklich pulverisiert hat und da deutlich drüber gelegen hat. Also die geheime Erwartungshaltung, die war einfach deutlich höher und die konnte man nicht erfüllen und dementsprechend gab es diesen Rücksetzer. Hoffentlich haben sie vorher ihre Gewinne abgesichert. Schauen wir auch jetzt nochmal nach China. Wir machen einen kleinen Exkurs quasi auf Weibo, sehen wir schon hinter mir eingeblendet, denn in China gibt es ein bisschen Ärger für Weibo, Baidu und Tencent.
Die drei Internetdienstleister, die werden nämlich wegen Verstößen gegen die Sicherheitsgesetze oder es wird gegen sie ermittelt. Deswegen, die Nutzer auf diesen Netzwerken, die sollen nämlich in ihren Nachrichten, die sie sich gegenseitig schicken, Gewalt, Terror, Gerüchte, Pornografie und andere ähnliche Inhalte ja ausgetauscht haben, so zumindest das zuständige Ministerium. Und deswegen wurde auch zeitweilig jetzt gerade die Weibo-Seite vom Netz genommen. Die Aktie ist dementsprechend auch dann deutlich unter Druck geraten. Es ging nach unten jetzt aktuell noch über 3%. Hier sehen wir auf Eurobasis 68,20, sehen wir auch diesen Rücksetzer. Mittlerweile ist die Seite wieder am Netz, aber die Verluste bleiben dennoch erstmal bei der Aktie stehen. Wir schauen auch jetzt mal auf diese drei Werte, die ich angesprochen habe, im Vergleich, wie sie sich auf Jahressicht entwickelt haben. Da sehen wir sie. Wir sehen in Weiß eben angesprochen Weibo und das hat sich am besten entwickelt, dieser Konzern. Auf Jahressicht über 77% konnte man auf Sicht eines Jahres zulegen, aber auch hier die Tencent-Aktie, zweitstärkster Wert, der drei, die wir hier sehen, fast 78% hier das Plus und knapp 25% konnte dann auch noch, also ebenfalls eine sehr gute Performance, Baidu zulegen. So, jetzt zum Schluss noch ein Blick auf den Ölpreis. Da hat sich auch wieder seit gestern einiges getan. Gestern Vormittag ist der Ölpreis hier der Sorte WTI noch deutlich angestiegen, über die 50-Dollar-Marke mal wieder. 48,50 notieren wir jetzt aber nur noch. Gestern eben dieser Anstieg, weil man, nachdem die US-Ölreserven zuletzt ja anscheinend oder überraschend stark gesunken waren, im Laufe des Nachmittags gestern ging es aber schon deutlicher bergab und so auch am heutigen Handelstag. Mittlerweile ist man wieder 4% unter dem Niveau, auf dem man sich da gestern zwischenzeitlich bewegt hatte. Die Skepsis der Anleger über die zukünftige Förderpolitik der OPEC, die ist jetzt wieder größer geworden. Es besteht eben die Sorge, dass die beschlossene Produktionskürzung die Ölschwemme auf dem Markt nicht schnell genug eindämmen kann und dementsprechend der Ölpreis dann wieder unter Druck. Wie gesagt, wieder unter der 50-Dollar-Marke und weiterhin auch unter der 200-Tage-Linie. Zuletzt hier den ganzen August über hat man versucht, wieder mal darüber auszubrechen, ist aber diverse Male gescheitert. Also da ist Vorsicht geboten. Kollege Thorsten Küfner rät ja eher dazu, nicht auf den Ölpreis zu setzen, sondern auf einzelne Ölpreise. Aktien. Vom Ölpreis dann doch eher mal die Finger weg. Ja, das war's für heute und für diese Woche. Mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, als Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen. Schön, dass Sie in dieser Woche dabei waren. Nächste Woche ist dann auch Kollege Martin Weiß wieder am Start aus dem Urlaub zurück. Und ja, wie gesagt, schönes Wochenende. Bis nächste Woche.